Heute schauen wir uns wieder eine schwere Kreuzung in Klagenfurt an. Da gibt es natürlich in deiner Stadt sicherlich auch schwere Kreuzungen. Wir haben in Klagenfurt ein paar ganz blöde und eine ist die Lastenstraße mit dem Rudolfsbahngürtel bzw. mit dem Südbahngürtel. Ja, hier gibt es gleich mehrere Schwierigkeiten auf dieser Kreuzung. Wenn du nämlich vom Südpark kommst, das heißt diese Unterführung durchfährst und dann nach links zum Bahnhof abbiegen möchtest, dann hast du, wie du hier siehst, die Bodenmarkierung, die dich dazu leitet, wie du dich einordnen musst, wenn du links abbiegen möchtest. Natürlich bitte musst du den Gegenverkehr, der geradeaus fährt oder rechts abbiegt, den Vorrang geben. Bevor du dann losfährst, solltest du auch einmal über die Schulter schauen, weil es kommt hier ein Radweg vom Südpark her und die Radlfahrer sind oft sehr schnell. Deswegen unbedingt diesen Schulter- bzw. Sicherungsblick machen, dass du nicht einen Radfahrer übersiehst, weil wenn du dann vorfährst und du siehst plötzlich den Radfahrer, dann müsstest du mitten in der Kreuzung stehen bleiben und das ist bei der Prüfung nicht ideal. Wenn du vom Südpark kommst und nach rechts abbiegen möchtest, dann hast du die Ampel mit dem Zusatzpfeil. Dieser Zusatzpfeil kommt vor, bevor die Ampel grün wird. Das heißt, hier kannst du natürlich, wenn du rechts abbiegen möchtest und der Zusatzpfeil aufleuchtet, kannst du bereits losfahren. Was hier wieder das Schwierige ist, wenn die Ampel im Gegenverkehr dann grün wird, der Zusatzpfeil verschwindet. Du hast also auch die Ampel trotzdem natürlich grün. Der Gegenverkehr hätte auch grün. Viele Autofahrer checken das nicht, dass wir eigentlich die Rechtsabbieger sind und glauben, weil wir ein Vorrang-Geben-Zeichen hat, das natürlich nur gilt, wenn die Ampel ausgeschalten ist, dass wir hier warten müssen. Aber wir sind ja Rechtsabbieger und hätten natürlich auch Vorrang. Aber bitte pass auf, viele Autofahrer checken das leider nicht. Wenn du von der HTL Lastenstraße in die Unterführung zum Südpark möchtest, dann ist es auch blöd, weil diese Kreuzung ein bisschen versetzt ist. Hier wird der Prüfer vielleicht nicht sagen, das heißt, wir müssen geradeaus weiterfahren, dann müssen wir hier den rechten Fahrstreifen nehmen. Wenn du links abbiegen willst Richtung AMS, dann hast du auch zuerst einmal den linken Fahrstreifen zu verwenden und du siehst dann in der Kreuzungsmitte diese Bodenmarkierung, wo du den Gegenverkehr abwarten musst. Sollte ein Gegenverkehr kommen, der geradeaus fährt, der Rechtsabbieger würde jetzt ein bisschen weiter von uns aus gesehen links abbiegen. Aber wenn ein Geradeausfahrender kommt, dann musst du dem natürlich Vorrang geben. Das muss man mitten in der Kreuzung machen, warten. Wenn kein Gegenverkehr kommt, dann darf man weiterfahren. Natürlich auf den Rechtsabbieger aufpassen, haben wir vorher schon erwähnt. Viele Autofahrer checken das nicht, dass dieses Fahrzeug, das uns hier entgegenkommen könnte, ein Rechtsabbieger ist und der natürlich aufgrund der Gegenverkehrsregel Vorrang hat. Wenn wir vom AMS kommen und links abbiegen möchten zum Südpark, verwenden wir natürlich den linken Fahrstreifen, warten den Gegenverkehr in der Mitte der Kreuzung ab, bitte nicht vorne stehen bleiben. Und hier passiert Folgendes, dass der Gegenverkehr vorher rot bekommt, wir bekommen einen grünen Abbiegepfeil, der kommt übrigens immer, aber wenn du schon einmal in der Kreuzung drinnen bist, darfst du natürlich auch weiterfahren. Das heißt, wenn der Gegenverkehr wartet, dann muss man ihn beobachten, und oder der Pfeil da ist, dann darfst du natürlich nach links abbiegen. Wenn kein Gegenverkehr da ist, dann musst du natürlich damit rechnen, dass rechts die Radfahrer eventuell über die Radfahrerüberfahrt oder Fußgänger über den Fußgängerübergang gehen. Auch hier müsstest du diesen Sicherungsblick machen nach links, um eben Radfahrer und Fußgänger rechtzeitig erkennen zu können. Du wirst mit dem Fahrlehrer diese Kreuzung sicher fahren. Wenn du Kreuzungen in Klagenfurt hast, die dir immer wieder Schwierigkeiten machen, schick uns einfach eine WhatsApp an 0677 640 29700 oder schick uns ein E-Mail an fragen@alpenland.at oder schreib uns es einfach unten in die Kommentare. Gerne nehmen wir deine Anregungen auf. Wir wünschen dir alles Gute bei der Prüfung und sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.